Guten Morgen. Als Hausherr kann ich Sie hier begrüßen. Ich vertrete Herrn Krenke, Präsident der IHK. Sehr geehrte Frau Robertson, Professor Robertson von Trotha, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie zum Symposium der 20. Karlsruher Gespräche, sozusagen Ihrem Jubiläumssymposium bei uns hier im IHK-Haus der Wirtschaft begrüßen zu können. Wie stabil ist die europäische Gemeinschaft? In welche Zukunft führen uns die aktuellen Krisen und Herausforderungen in Europa? Das heutige Symposium diskutiert diese Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven. Experten aus Wissenschaft und Praxis geben uns Einblicke in ihre Sichtweisen auf das Thema. Sie sollen dazu beitragen, dass Sie, sehr geehrte Damen und Herren, Ihre persönlichen Antworten auf diese Frage finden. Aus der Perspektive der Wirtschaft sind Europa, die Eurozone und der europäische Binnenmarkt eine wesentliche Grundlage für den Erfolg von Unternehmen auf nationalen wie auf internationalen Märkten. Die europäische Gemeinschaft ist damit auch eine Grundlage für den Wohlstand und die Lebensqualität ganz konkret in dieser Region. Eine hohe Innovationsdynamik, eine erstklassige Qualität der Produkte und dies verknüpft mit einer langfristigen Internationalisierungsstrategie sind der Motor des Erfolgs und des Erfolgs unserer Region. Die Unternehmen allein im IHK-Bezirk Karlsruhe erwirtschaften derzeit ein Bruttoinlandsprodukt von knapp 42 Milliarden Euro. Dabei lebt die Wirtschaft hier im Südwesten in hohem Maße von grenzüberschreitendem Handel und internationalen Wirtschaftsbeziehungen innerhalb und außerhalb Europas. Mittlerweile wird bei uns jeder zweite Euro im Auslandsgeschäft verdient. Der hervorragende Ruf deutscher Industrieprodukte auf den europäischen wie auch auf den Weltmärkten hat Deutschland zu einer Spitzenposition beim Export verholfen. Baden-Württemberg führt jährlich Güter im Wert von über 180 Milliarden Euro aus, zwei Drittel davon ins europäische Ausland, vor allem nach Frankreich, Großbritannien und in die Schweiz. Dabei handelt es sich nicht nur um Produkte, sondern auch um Dienstleistungen. Daher beobachten wir die aktuellen politischen Geschehnisse bis in diese Nacht bei den Verhandlungen mit Großbritannien sehr genau. Uns ist es wichtig, dass wir am grenzüberschreitenden Brückenbau und am Schengen-Abkommen als Grundlage dafür festhalten. Meine Damen und Herren, Karlsruhe ist ein Wissenschafts- und damit ein Wissensstandort, ein Ort des Wissens. Unsere Chancen liegen im Know-how, beispielsweise bei der Energieeffizienz. Das smarte Zusammenwirken von Wirtschaft und Wissenschaft bietet hierfür großes Potenzial. Dazu zählen sowohl Energietechnologien als auch die dazugehörigen Infrastrukturen. Der Strommarkt, die Energiewirtschaft und die Netzentwicklung müssen europaweit abgestimmt werden, um gesellschaftlich und wirtschaftlich relevante Projekte international umzusetzen. Solche geeigneten Rahmenbedingungen sind Voraussetzungen für den Erhalt unserer Wettbewerbsfähigkeit mit anderen Regionen der Welt. Doch die beste Infrastruktur und Internationalisierungsstrategie nützen nur wenig, wenn die Menschen zur konkreten Umsetzung fehlen. Meine Damen und Herren, uns beschäftigt derzeit ein Thema, das oftmals in Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel in Deutschland diskutiert wird, das Thema Flüchtlinge und Migration. Ich bin davon überzeugt, dass sich Deutschland langfristig auf eine Situation einstellen muss, in der Migration mit allen positiven, möglicherweise auch negativen Aspekten und Auswirkungen ein Dauerthema ist. Denn die Flüchtlinge sind gekommen. Sie leben nicht nur bei uns, sondern auch mit uns. Wir werden mit dieser Tatsache umgehen, menschlich, anständig, verantwortungsbewusst. Wie kann die Wirtschaft, wie kann die IHK
dazu beitragen, dass die Herausforderungen des Flüchtlingsstroms gemeistert werden können. Zunächst, es gibt auf dem Arbeitsmarkt einen Fachkräftemangel in vielen Bereichen, der sich in Zukunft noch deutlich verstärken wird. Die ankommenden Asylsuchenden können jedoch allenfalls mittelfristig einen Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten. Flüchtlinge können sich aber in Praktika und in einem Vorqualifizierungsjahr für die duale Ausbildung vorbereiten. Unsere Bildungsberater stellen die duale Berufsausbildung regelmäßig in den Vorbereitungsklassen, den sogenannten VAOB, O-Klassen vor. Wir sollten aber unsere Erwartungen nicht zu hoch ansetzen. Zwei Drittel der Flüchtlinge und Migranten, die derzeit zu uns kommen, sind wegen fehlender Qualifikation vorläufig noch nicht in der Wirtschaft einsetzbar. Viele sind auch Analphabeten, die wir im Moment nur schwer qualifizieren können. Andererseits ist ein Großteil der Flüchtlinge im ausbildungsfähigen Alter. Um Asylsuchende durch Ausbildung und Arbeit zu integrieren, sind deutsche Sprachkenntnisse vordringlich. Nur so werden wir im Berufsschulalltag und im gesellschaftlichen Leben zurechtkommen. Selbstverständlich ist auch bei den Flüchtlingen der Wille nötig, sich zu engagieren und die eigene Zukunft mitzugestalten. Es gilt, wer bei uns und mit uns leben will, ist willkommen. Auf der Basis unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stellen wir dich zur Disposition. Mit anderen Worten, unsere Gesetze und insbesondere das Grundgesetz gelten für alle. Meine Damen und Herren, aktuell gibt es in Europa die Debatte um eine Aussetzung des Schengen-Abkommens und den Schutz der EU-Außengrenzen. Der Begriff Grenzschließung ist in diesem Zusammenhang jedoch irreführend. Tatsächlich geht es um Grenzkontrollen. Diese sind aus Sicht der Wirtschaft so zu organisieren, dass zwar eine bestmögliche Kontrolle der Zuwanderung gewährleistet wird, gleichzeitig aber die Erleichterungen aus dem Schengen-Abkommen erhalten bleiben. Interkulturelle Kompetenz und gegenseitiger Respekt sehe ich als mindestens ebenso wichtigen Baustein im Auslandsgeschäft an wie einen reibungslosen Ablauf an den europäischen Grenzübergängen. Vor diesem Hintergrund, Frau Professor Robertson von Trotha, ist der Titel Nation Europa sehr passend und topaktuell. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Verlauf des Symposiums. Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich am heutigen Tag wertvolle Impulse und einen angenehmen Aufenthalt in unserem Haus der Wirtschaft. Herzlichen Dank. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Ich sehe viele, die schon gestern Abend bei uns waren, bei einem Vollhaus. Wir hatten 400 Leute in der Musikhochschule. Und ich bedanke mich erstens sehr bei Herrn Freiberg, dass wir heute in diesem Haus sein können. Das ist alles anders als selbstverständlich und aber sehr wichtig, weil ich glaube, es gibt uns optimale Möglichkeiten der Begegnung. Und ich möchte ganz am Anfang, bevor ich ein paar Worte sage, nicht viel, mich wirklich bedanken bei Ihrem Haus und auch bei Ihrem Team, denn wir sind auch hier zum 10. Mal in der IHK und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ganz herzlich willkommen an den Referenten und Referenten, die teilweise gestern Abend schon da waren und sonst heute zu uns gekommen sind. Ich begrüße Herrn Huber als Generalkonsul der Republik Armenien. Ich sehe aber auch im Publikum den ehemaligen zuständigen Bürgermeister Uli Eidenmüller, der auch wirklich ganz Erhebliches dazu getan hat, die Karlsruher Gespräche sozusagen auf den Kalender von Karlsruhe auch mit uns zu setzen. Ich bedanke mich sehr dafür. Sie hatten es gesagt, Herr Freiberg, ich denke, dass die Partnerschaft von Wirtschaft und Wissenschaft hier in Karlsruhe ganz wichtig ist und ganz eindeutig ist. Und die Technologieregion und eigentlich natürlich sollte es auch überall dann eine wichtige Partnerschaft eingehen. Bei den Karlsruher Gesprächen ist es uns daher immer ein großes Anliegen, dass das Thema Wirtschaft und Wirtschaftsfragen zentral und direkt oder aber indirekt angesprochen werden. Über Europas Zukunft zu reden, ohne auch die Bedeutung der Wirtschaft zu diskutieren, wäre schlichtweg unvorstellbar.
auch wenn wir über TTIP, über Transferleistungen, die Finanzen und über die teilweise sehr deutlichen und schweren Auswirkungen der Austeritätspolitik, vor allem in Griechenland, nicht im Detail reden werden. In kritischer Absicht, vor allem hinsichtlich der Integration Europas, werden wir heute Vormittag über die Gefahren eines Auseinanderbrechens der Europäischen Union, haben wir schon gestern angefangen damit mit Anthony Glies, den ich ganz besonders heute Morgen auch begrüße, und über einen möglichen Grexit und oder Brexit diskutieren. Wir haben die Nachrichten, das werden wir in der Diskussion nachher mit einbeziehen, dass doch was passiert ist in der Nacht oder fast in der Nacht, ob das was nutzt oder nicht. Da werden wir sicherlich auch vielleicht unterschiedliche Meinungen sein. Am Nachmittag stellen wir uns die Frage, was mit unserer Ökonomien und unserer Politik alles so falsch läuft und wie sich das ändern lassen könnte. Wir diskutieren über Wege und Fehlwege aus der Krise am Beispiel Portugals. Wir werden gemeinsam nach anderen Modellen suchen. Wir fragen uns, ob die Subsidiaritätsidee eine andere und bessere Umsetzung finden kann, etwa durch eine Ausweitung partizipatorischer Demokratie und klarere Strukturen für Multi-Level Governance. Herr Pichler wird uns gleich informieren. Die wiederkehrende Frage nach einem Europa der Regionen steht auf unserer Tagesordnung und ganz wichtig, gerade in diesen Tagen, eine Einschätzung der polarisierten politischen Lage in der Türkei. Herr Freiburg hat uns gerade beeindruckende Zahlen über die Leistung der Unternehmer in der Technologieregion Karlsruhe vorgetragen. Zudem hat er viele Beispiele genannt, die ein grenzüberschreitendes Zusammenwirken unentbehrlich machen. Das liegt, so müsste man meinen, eigentlich auf der Hand. Die sehr different ausfallenden Wirtschaftslagen in Europa führen aber zu anderen Diskursen. Ungleichheit, Verteilung, Gerechtigkeit, Solidargemeinschaft sind einige der Stichworte. Und ich erinnere daran, dass wir vor 2 Jahren das Thema Weltmarktgesellschaft ein ganzes Wochenende bei den Karlsruher Gesprächen auch diskutiert hatten. Heute Nachmittag werden wir über nationalistische und rechtspopulistische Bewegungen und über den sogenannten Pegida-Komplex diskutieren. Wir reden über die Folgen einer Nicht-Integration im Kontext von dschihadistischer Propaganda und die Unterschätzung dieser Gefahr. Sie haben, lieber Herr Freiberg, sehr zu Recht sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen der Flüchtlingsbewegungen beschrieben. Zäune werden uns nicht helfen. Die unmenschlichen und völlig inakzeptablen Lebensverhältnisse von schutzbedürftigen Menschen, beispielsweise in Calais, ist eine europäische Schande. Aber wie haben wir alle dazu beigetragen? Das ist komplex, das müssen wir sicherlich diskutieren. Und wir haben gestern Abend mit Anthony Glies damit so angefangen. Also was sind unsere Verantwortungen? Und ich glaube, wir werden heute sicherlich unterschiedliche Meinungen sein, aber wir werden ziemlich sicher feststellen, gut gemeint reicht nicht aus. Ganz sicherlich brauchen wir europäische Lösungen. Und wenn wir derzeit weit davon entfernt zu sein scheinen, alle Zukunftsprognosen weisen darauf hin, Flucht und Migration sind keine kurzfristigen Phänomene einer Krise, die es irgendwie durchzustehen gilt. Die Weltgemeinschaft wird sich an neue Wanderungsbewegungen gewöhnen müssen und Europa muss sich endlich darauf gründlich vorbereiten. Morgen werden wir mit Flüchtlingen bei dem Talk im Theater reden. Bei aller Kritik, auch Selbstkritik, sind wir uns aber sehr bewusst, welche enormen Leistungen andere europäische Länder bereits erbracht haben. Auch das wird zum Teil übersehen. Lange haben wir die Frage der Außengrenzen als nationale Angelegenheiten angesehen, die uns erstmal nichts angehen. Darüber können wir auch unterschiedlicher Meinung sein. Das konnte auf Dauer nicht gut gehen, so meine ich. Jetzt haben wir die Konsequenzen daraus zu tragen, in einem kaum noch erträglichen Maß. Ich bin der IHK, ich hatte schon gesagt, sehr, sehr dankbar für die Möglichkeit, auch morgen
hier im Haus sein zu können. Nein, morgen hatte ich noch nicht gesagt. Dann nämlich sind wir erstmals an dem Sonntagstermin hier bei Ihnen im Hause, Herrn Freiberg, und wir werden also es zu tun haben mit einem hochrangig besetztes Podium, moderiert durch Markus Brockt, und stellen uns die Frage: Europa, eine gefährdete Solidargemeinschaft. Über die Auswirkungen Folgen eines Zerfalls der europäischen Gemeinschaft für die wirtschaftliche und damit ganz zentral für den soziokulturellen Zusammenhalt Europas werden wir viel und engagiert diskutiert, fundiert und kontrovers. Applaus